Singer da oder Fehrenbach? Jemand vom Dezernat Einbogen. Bitte schnell, es ist dringend. Für Sie? Ja, Fehrenbach hier? Fehrenbach, hör zu. Ich brauche ein paar Mann. Sofort. Ich bin im Grünen Baum. Hier läuft was. Mit Lukas. Lukas? Der Lukas aus der Oppenheimer-Sache? Ja, der. Die Juwelensache. Hör zu. Lukas ist hier und er hat irgendwas vor. Heute, jetzt, in diesem Augenblick. Irgendwas läuft hier, ich sag's dir doch. Wie ich darauf komme? Er ist mit Bekannten hier. Und er trinkt nicht. Lukas trinkt immer. Nur nicht vor der Arbeit. Im Grünen Baum? Ja, ich weiß, wo das ist. Ich kann aber nur alleine kommen. Ja, ist gut. Ja, ich beeile mich. Ich hab's eilig, Derrick. Ich hab einen Anruf von Hossbach gekriegt. Er ist in Schwierigkeiten. Ist Hossbach noch Zivilfahnder? Ja, er ist hinter Lukas her. Er meint, da läuft was heute Nacht. Ich bin schon weg. Maria? Ja, Vater? Kannst du nicht schlafen? Ich höre etwas. Unten im Laden höre ich etwas. Schon wieder. Du meinst Einbrecher? Ja, ich bin ganz sicher. Ich würde telefonieren mit der Polizei. Polizei? Bist du denn ganz sicher, Vater? Lass mich doch erstmal nachsehen. Du gehst auf keinen Fall hinunter. Ich verbiete dir das. Polizei. Ist da jemand? Ja. Hossbach. Ich habe Fehrenbach heute noch auf dem Hof getroffen. Er sagte zu mir, ich hab's eilig, Hossbach ist in Schwierigkeiten. Ich sollte zu Grünen Baum kommen. Er sagte, irgendwas läuft da mit Lukas. Der aus der Oppenheimer-Sache? Ja, der. Er sagte, Lukas sitzt hier und trinkt nicht. Trinkt nicht? Für Hossbach war das ein Zeichen, dass da was läuft. Er sagte, Lukas trinkt immer. Nur nicht, wenn er was fordert. Ich kam zu spät. Er war schon weg. Und sicher hinter Lukas her. Mit diesem Mord hat Lukas zu tun. Gar kein Zweifel. Wo wohnt Lukas? Entschuldigen Sie, ich habe gerade ein Bad genommen, aber durch die Tür, da habe ich gehört. Georg! Ja, Sie wollen mich sprechen. Ja. Georg! Komm bitte, Mama, komm bitte, geh in dein Zimmer, bitte. Nein, Georg, ich bitte dich, sei vorsichtig. Mama, diese Bullen wollen dir doch wieder was anhängen. Georg, aber nur, wenn ich nachher den Polizeimäßig wieder auslüften darf. Du bist so unhöflich. Komm bitte, Entschuldigen Sie, meine Mutter hat ja keine Sympathie für Polizisten und das zeigt sie auch. Ja, Sie dürfen ein paar Minuten hereinkommen. Soll ich mich anziehen oder darf ich so bleiben? Ziehen Sie sich an. Okay. Also, ich bin festgenommen? Ja, Sie sind festgenommen. Ja, okay, gut, meinetwegen, nichts dagegen, aber um Himmels Willen, weswegen? Verdacht auf Einbruch und Mord. Was sagen Sie da, Mord? Hören Sie, mein Sohn hat noch nie jemand umgebracht. Nein, er ist ein verleugnender Sympathiker. Mein Sohn hat doch keinen Menschen verleumdet. Nein, nein! Entschuldigen Sie. Wie kommen Sie darauf? Also mit Mord hat man mich noch nie in Verbindung gebracht. Ziehen Sie sich an jetzt. Aber nicht die Sachen, die Sie heute anhatten. Nicht die Hose, nicht das Hemd, nicht die Schuhe. Aber, ja, verraten wir doch noch eins. Wer ist denn da eigentlich umgekommen? Ein Polizeibeamter in Zivil. Ja, ich war am Grünen Baum. Das leugne ich ja gar nicht. Wenn mich ein Mann da gesehen hat... Okay, bitte, mit mir. Nichts dagegen. Bin ich öfter. Das ist ein Stammlokal von mir. Bin ich fast jeden Abend. Aber von da aus bin ich nach Hause gefahren. Ganz schlicht nach Hause. Ich wollte einen gemütlichen Abend verbringen, was ich auch getan habe. Was Ihre Mutter sicher bestätigen wird. Jawohl, was meine Mutter auch bestätigen wird. Ich war den ganzen Abend zu Hause. Und habe schließlich ein Bad genommen. Wobei Sie mich gestört haben. Ich kann nicht mehr. Sie sind Einbrecher, Lukas, spezialisiert auf Juwelen und Antiquitäten. Ein Zivilfahnder der Kriminalpolizei sieht Sie in einer Kneipe, ruft das Präsidium an und sagt, Lukas hat was vor, ich folge ihm. Kein Zweifel, dass es getan hat. Er folgte Ihnen bis zu dem Antiquitätenladen. Er wird im Hof eines Antiquitätenladens erschossen, in den gerade eingebrochen werden soll. Nicht überzeugend? Nicht für mich. Ist nicht überzeugend. Ist doch kein Beweis. Ist Spekulation, hä? Reine Spekulation. Müssen Sie schon was anderes ausdenken, Derrick. Dem Haftrichter hat's gereicht. Der Haftbefehl. Oh, Herr Derrick, ja, Herr Hochmann? Mir fällt da gerade was ein, was Ihnen unter Umständen helfen könnte. Setzen Sie sich doch. Danke. Ich hatte vor Jahren mal mit Lukas zu tun. Ich kenne sein Umfeld, um es mal so zu nennen, seine Freunde, seine Bekannten. Bin gerade dabei, mich zu informieren. Ist Ihnen dabei der Name Henze begegnet? Nö. Nun, das war ein kleiner Gauner, der damals zur Umgebung von Lukas gehörte. Kein starkes Licht, hat auch nur wegen kleinerer Sachen gesessen. Lukas hielt sich diesen Mann, wie man sich einen Laufburschen hält oder einen Schuhputzer. Und was ist so interessant daran? Dieser Henze arbeitet für uns. Was heißt denn arbeitet für uns? Er ist ein Polizeispitzel. Ah. Oh, entschuldigen Sie, Derrick. Ich denke, ich sage Ihnen das. Es soll doch nur eine Empfehlung sein. Nee, ich arbeite nicht gerne mit Spitzeln zusammen. Ja, wer tut das schon gerne? Aber ehe man überhaupt nicht weiterkommt. Hm. Also mir hat dieser Henze mal einen guten Tipp gegeben. Ja, ich sagte schon, er ist ein kleiner Gauner, ein Schwacher, er ist ängstlicher, er ist gerne auf der starken Seite. Ah, so einer ist es. Ja. Wissen Sie, von den Typen halte ich nicht viel. Aber trotzdem besten Dank, Hochmann. Der Kaffee wird kalt. Vielen Dank. Sie haben nichts gehört? Nein. Mein Vater weckte mich. Mhm. Ich habe fest geschlafen. Gut, Ihr Vater rief dann die Polizei an und Sie sind an die Tür gegangen, nicht? An die Tür gegangen? Auf der Treppe war sie. War dabei, hinunterzugehen. Ich wollte sehen, ob du dich nicht geirrt hast. Du warst auf der Treppe und das war sehr leichtsinnig. Kommen Sie bitte mal mit, Frau Singer. Wo haben Sie gestanden? Hier war's. Ja, und was haben Sie nun gesehen? Beschreiben Sie es bitte nochmal. Ich hörte die Tür aufgehen vom Geschäft. Mhm. Sie wurde heftig aufgestoßen, schlug gegen die Wand. Dann liefen Menschen. Ich hörte ihre Schritte. Schritte von mehreren Personen? Ja, von mehreren. Von hier aus hätten Sie sie sehen können? Es war Nacht und es brannte kein Licht. Naja, natürlich, da haben Sie nur Schatten gesehen, die Sie nicht näher beschreiben können. Größe, Kleidung? Nein, nichts. Auch nicht, wenn Sie noch einmal in aller Ruhe darüber nachdenken? Ich denke doch schon die ganze Zeit darüber nach. Hm. Sehen Sie, mich irritiert, dass die Einbrecher so plötzlich reagierten. In ihrer Aussage heißt es, sie wirkten wie aufgescheucht. Sie stürzten förmlich aus dem Geschäft auf den Flur hinaus. Ja. Ja. Ich frage mich, was die Einbrecher so alarmiert hat. Das fragen Sie? Sie war es, sie! Statt sie stillzuhalten und auf die Polizei zu warten, ist sie hinausgerannt. Ich bin nicht gerannt. Du hast die Tür aufgeschlossen. Das hört man. Das hat sie verscheucht. Das kann sein, aber ich glaub's nicht. Das war sehr mutig. Aber unvorsichtig. Das nenne ich nicht mutig, das ist verrückt. Sie haben dann einen Schuss gehört und sind auf den Hof hinausgegangen. Absolut verrückt. Haben Sie versucht, Hossbach zu helfen? Dazu war es zu spät. Na, wie sieht's aus? Sieht nicht so aus, als ob Sie weitergekommen wären. Aber Vater. Das wird doch noch erlaubt, so etwas festzustellen. Dass die Polizei im Dunkeln tappt, am Ende ihrer Weisheit ist. Ja? Danke. Schönen Gruß von Lukas. Er ist entlassen worden? Ja, heute Morgen. Haftbefehl wurde aufgehoben. Was ist denn das hier? Das ist vom Kollegen Hochmann. Soll ich die auf den Schreibtisch legen? Henze, Hans-Jürgen, Mainardi-Straße. Ein Spitzel, Harry. Polizeispitzel. Ah ja. Er kennt Lukas ganz genau. Sagt Hochmann. Beweg dich, ja, 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 ja. Herr Henze. Mein Name ist Derrick, das ist der Kleine, Kriminalpolizei. Das müssen Sie mir nicht sagen, dass Sie von der Clique sind. Das sieht man. Was ist denn? Was wollen Sie von mir? Sie sprechen. Ja, aber jetzt sagen Sie mal, weswegen? Ist was passiert? Ach was, das ist eine ganz private Sache. Private? Mhm. Ja, so gut wie. Was Sie so gut wie nennen. Ich bin ja nicht von gestern. Außerdem kann ich hier nicht weg. Ich muss hier bleiben. Ich muss das Spiel beobachten. Ich habe eine Aufgabe hier. Das macht doch nichts. Wir können doch warten. Pass auf! Wer spielt denn da? Inga, nun beweg dich doch! Nun los, geh zum Ball! Steh nicht rum! Wer ist denn das? Ach, jetzt geht sie nichts an. Also gut, gehen wir weg hier. Es muss ja nicht jeder sehen, dass Sie hier sind. Jakob, komm mal her. Sag Inga, dass ich schon gegangen bin. Hör zu, Sie sollen in die Halle gehen, heiß duschen, dann kalt und sich gut abreiben. Sie sollen es nicht vergessen. Also, dann... Ich will nicht zwischen Ihnen gehen. Oder haben Sie einen Grund dafür? Wenn Sie einen Grund haben, dann sagen Sie ihn mir. Das ist ja ganz schön empfindlich, ne? Bitte. Also weswegen? Sie haben schon mal mit einem Kollegen von uns zusammengearbeitet. Ach so. Vielleicht können Sie uns helfen. Ich? Ihnen? In was für einer Sache denn? Waren Sie bei mir zu Hause? Nein, die Nachbarin sagte uns, dass Sie hier sind. Na gut, also... Fahren Sie dort runter, da ist eine Baustelle unten. Gehen Sie unter dem Zaun durch. Ich komme. Vielen Dank. Der ist ganz schön vorsichtig, ne? Das muss er wohl auch. Das Geschäft ist auch nicht ungefährlich. Hier sind wir. Wenn Sie es schnell machen wollen, ich habe nicht viel Zeit. Ich soll Ihnen helfen, sagten Sie. Wobei? Wir brauchen Informationen über Lukas. Lukas? Der ist Ihnen doch bekannt. Oder nicht? Doch, doch. Ich habe gehört, dass Sie gut mit ihm bekannt sind oder waren. Ist das richtig? Ja, das heißt, das ist lange her. Ich kenne ihn. Das ist Jahre her. Gehen Sie auf Lukas los? Von welchem Dezernat sind Sie? Mordkommission. Wir sind überzeugt davon, dass Lukas mit dem Einbruch zu tun hat. Wohlgemerkt, mit dem Einbruch und dem Mord. Ihre Aufgabe wäre es, sich ein bisschen umzuhören. Wir brauchen die Komplizen. Wir glauben, dass es sich um insgesamt 3 Leute gehandelt hat. Der Tote da, der Polizist Hossbach. Ja, wie kam der darauf, dass Lukas was vorhat? Woher wusste der das? Ja, das ist eigentlich ganz simpel. Es ist bekannt, dass Lukas nicht trinkt. wenn er was vorhat. Ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Und? Helfen Sie uns? Sie haben gesagt, ich dürfte mir das überlegen. Niemand drängt Sie. Ich krieg Besuch. Bitte gehen Sie. Gehen Sie da hinaus, da kommt man auch auf die Straße. Ich melde mich bei Ihnen. Sie können sich darauf verlassen. Ich bin überzeugt davon. Ne? Hast du reingemacht? 2 daneben. Und wie viele Körbe hast du gemacht? 3! 2 davon habe ich gesehen. Du hast übrigens großartig gespielt. Na, bei dem Trainer? Und was schreibe ich jetzt? Ich schreibe, es regnete. Es regnete. Und was dann? Die Luft ist? Na, die Luft ist grau. Was macht ihr da? Was wir machen. Du siehst doch, was wir machen. Wir machen Schularbeiten. Musst du dich auch darum kümmern? Hast du was dagegen? Schule ist scheiße. Das solltest du ihr beibringen. Weil du keine gehabt hast. Wenn du frech wirst, dann hau ich dir was in die Schnauze. Tu's doch. Nichts dagegen. Schlag nur zu. Also weiter. Was hast du? Die Luft ist grau. Ah ja, richtig. Die Luft ist grau, dunkle Wolken ziehen. Scheißkerl. Scheißkerl ist das. Dunkle Wolken ziehen? Kein Licht am Horizont. Hallo, was macht ihr denn da? Sie muss einen Aufsatz schreiben. Ich besuche den See. Ja, war sie denn da? Warum fährst du nicht mal hin mit ihr? Mal sonntags. Wenigstens sonntags könntest du dich um deine Tochter kümmern. Ja, ich muss jetzt weg. Ja, sehe ich ja schon. Zeig doch mal her. Oh. Na, nicht schlecht. Also, mach's gut, Kleine, hm? Okay. Ciao. Also weiter. Dann fahren wir eben mal an den See, damit das auch alles Hand und Fuß hat, was wir da schreiben. Hast du Hunger? Willst du was trinken? Sollen wir Schluss machen? Vielleicht sollten wir ein paar Bälle werfen. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche einen Herrn. Sie? Was wollen Sie denn? Ich hatte doch gesagt, ich melde mich bei Ihnen. Aber Sie haben es nicht getan. Ja, ich noch keine Gelegenheit hatte. Kein Moment. Mhm. Ich habe Besuch bekommen, Inga. Ziehe ich schon um. Wir gehen dann gleich. Noch keine Gelegenheit? Hören Sie, Sie waren gestern und vorgestern mit Lukas zusammen. Sie haben sich mit ihm getroffen in der Kneipe. Woher wissen Sie das? Das meine ich auch. Wohnen Sie möbliert hier? Ja, aber mein Zimmer, das ist da. Bitte. Danke. Wovon leben Sie eigentlich? Wovon? Ich mache, was so anfällt. Also Gelegenheitsarbeit. Ja. Mal habe ich Arbeit und mal keine. Ich bin nicht verwöhnt. Man muss nicht leben wie ein Großfürst. Also ich nicht. Ich bin ganz zufrieden, will ich damit sagen. Rockmusik? Ja, weil ich interessiere mich nicht dafür. Ich habe die nur gekauft wegen Inga. Das ist die Tochter hier. Die kennen Sie ja. Ja, die noch nicht Basketball gespielt hat. Ja, die. Sagen Sie, Ihre Zimmerwirtin ist Frau Hemmer, Doris Hemmer? Ja. Sie ist eine Prostituierte. Ach, was? Wie kommen Sie denn darauf? Sie war es einmal, viel ich gehört habe, aber das ist vorbei. Ja, wirklich, das ist... Jahre ist das her. Wovon lebt sie denn? Wovon? Sie vermietet Zimmer. Und mich und andere. Sie hat einen Freund, der Geld hat. Hat der es nicht von ihr? Legen Sie mir nichts in den Mund. Das ist gar nicht meine Absicht. Ich will nur wissen, ob Sie mir helfen können, einen Mörder zu überführen. Sie überschätzen meine Möglichkeiten. Ich glaube, ich kann Ihnen nicht helfen. Bestimmt nicht. Ich möchte schon, ich würde es gerne tun. Aber Sie können nicht. Nein. Tut mir leid, Herr Henze. Ich glaube Ihnen nicht. Das ist mir egal, ob ich Ihnen leid tue oder nicht. Warum glauben Sie mir? Ich melde mich wieder bei Ihnen. Gestatten Sie? Ja, warum? Das hat keinen Sinn. Ich schwöre Ihnen, das hat keinen Sinn. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich kann nicht. Was ist denn, Jürgen? Nichts. Alles in Ordnung, Inga. Keine Sorge, ist doch gar kein Grund. Ach, du bist schon umgezogen. Ich muss noch mal weg, Inga. Für eine halbe Stunde. Ich hole dich dann ab. Du hast recht gehabt, da kommt er. Mal sehen, wo es ihn jetzt hintreibt. So schön. So lustig und so gesund. Bei dir. Na, jetzt wissen wir wenigstens, dass Henze nicht unser Spitze ist. Er hat mitgemacht, meinst du? Ja. Er sucht Lukas auf. Ohne jeden Umweg. Das Erste, was er macht. Er hat mit der Sache zu tun, Harry. Henze ist Täter, Mittäter, Mitwisser. Also das auf jeden Fall. Mitwisser. Bis 4 Uhr war er mit dem Mädchen auf der Baustelle, hat mit ihr geübt, Basketball werfen. Ja, ist ein Tick von ihm. Weiter? Dann sind sie Eis essen gegangen und jetzt sind sie im Kino. Was läuft denn da? Ein Zeichentrickfilm. Bleib an ihm dran. Mensch, Jürgen, wie machen die das? Ja, das ist alles gezeichnet. Jedes Bild einzeln. Und immer eine andere Phase. Und wenn du das alles aneinander reißt, dann sieht das eben aus wie lebendig. Verstehst du nicht? Toll. Kommt ihr her? Wo treibst du dich rum mit dem Mädchen? Wo treibst du dich rum mit dem Mädchen? Wir haben trainiert. Jetzt? Im Dunkeln? Wir waren im Kino. Sie da. Geh in dein Zimmer, Inga. Okay, schon. Ich will dir mal was sagen. Du kümmerst dich zu viel um das Mädchen. Ich weiß schon, das möchtest du gerne tun. Was du mit ihr vorhast, das weiß ich. So, weißt du? Na, was hab ich denn vor? Du willst sie genau dahin bringen, wo du ihre Mutter hingebracht hast. Das hast du vor, das! Und das willst du verhindern. Du Pfeife. Musst du jetzt schon drehen? Du kriegst nachher noch genug. Du weißt ganz genau, dass ich das brauche, damit ich... Also lass mich in Ruhe! Kamera ist nicht zusammen. Saufen macht eine schlechte Haut. Und außerdem alt. Und das ist gar nicht gut für uns beide. Ja? Du hast ja wieder nicht abgeschlossen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst immer abschließen, solange der Scheißkerl in der Wohnung ist. Er ist ja weg. Gute Nacht, Inga. Sollen wir Henze auch morgen beschatten? Ja, jeden Tag. Ich will genau wissen, was er tut. Also du denkst immer noch, dass er damit zu tun hat? Ja, das denke ich. Er trifft sich mit Lukas. Das ist das Erste, was er macht. Ganz eilig hat er es. Gibt es da noch irgendeinen Zweifel, dass er zu ihm gesagt hat, die Polizei war bei mir? Das sicher nicht. Henze verhält sich falsch. Normalerweise hätte er entweder getan, was wir von ihm verlangen, oder er hat es nicht getan. Aber dass er zu Lukas geht, sofort mit ihm spricht. Und das beweist, dass er damit zu tun hat? Ja, was für eine Erklärung hast du? Oh, ich hätte schon einige. Warum sagt er sie nicht einfach auf den Kopf? Weil es dazu noch zu früh ist. Und weil ich den Zeitpunkt dafür selber bestimmen will. Ich krieg das hin. Gib mir doch mal den Schlüssel. Danke. Was wollen Sie denn? Wollen Sie zu mir? Geh doch mal, Inga. Geh mal auf die Straße. Aber warte doch. Na, haben Sie umgehört? Ja, das habe ich auch getan. Aber ich habe... Nichts rausgekriegt? Ja, gar nichts. Für Inga? Ja. Sie sorgen für Ihre sportliche Ausbildung, ne? Ja, das tue ich. Ich mache eine Basketballspielerin aus ihr. Sie ist sehr talentiert dafür und auch fleißig. Mit Sport wird man heute was. Mit Sport und mit Singen. Und Sie machen eine Sportlerin aus ihr? Ja, immer mehr Leute interessieren sich für Basketball. Basketball ist im Kommen. Ja, das stimmt. Wollen Sie eine Radtour machen? Ja, aber wir wollen an den See fahren. Viel Spaß denn. Hm? Ich wollte ja auch gar nicht, George, aber Derrick war wieder bei mir. Ja, und? Warum hast du so Angst vor dem Mann? Ich habe keine Angst. Bestimmt nicht, George. Aber warum kommt er immer zu mir? Warum? Ich habe dir gesagt, du hast von dem Mann nichts zu fürchten, ist das klar? Los, verschwindet. Da fehlt was, dass man uns zusammen sieht. Entschuldigung. Kann ich nicht mehr sprechen. Geh zu George. Ja, da war ich ja schon. Los, komm. Er suchte dann einen Schießstand auf? Ja, er scheint dort gut bekannt zu sein. Er blieb länger als eine halbe Stunde unten. Er sprach fast die ganze Zeit mit einem jüngeren Mann. Name des Mannes? Burkhardt. Burkhardt? Ja, der Name ist bei uns noch nie aufgetaucht. Nein, er ist nicht vorbestraft, nichts. Henze fuhr dann direkt vom Schießstand nach Hause. Vielleicht ist es der dritte. Wenn das stimmt, wie gut Henze zu gebrauchen ist. Das ist aber eine prima Anlage. Ist die neu? Nein, schon ein Jahr alt. Ja, ich schieße manchmal in Neuperlach draußen. Ja, kenne ich die Anlage. Die ist größer. Die ist hier zwar kleiner, aber... Aber die Waffen sind besser. Oh ja, da gebe ich Ihnen jede Garantie, weil ich sie nämlich pflege. Ja, das sieht man aber auch. Darf man, ne? Aber gern. Tja, um so ein Geschäft aufzuziehen, den ganzen Tag hier herumzuhocken. Also dazu braucht man schon... Ja, was braucht man eigentlich dazu? Wahrscheinlich doch besondere Liebe zum Schießen. Haben Sie die? Besondere Liebe zum... was haben Sie gesagt? Zum Schießen. Oh ja, habe ich. Bitte. Danke. Ist das Ihr Geschäft? Ja, ich habe es zusammen mit meinem Vater. Hm. Donnerwetter, Sie haben voll ins Schwarze getroffen. Hoffentlich. Naja, das sehe ich von hier. Mann, Sie sind ja ein Ass. In welchen Schützenverein sind Sie denn? Ja, ich hab's mal gelernt. Sie werden sich wundern, ich schieße gar nicht gern. Zweimal in der Woche. Dabei ist es mir immer lästig. Was macht's denn? 19 Mark an der Kasse. Komm mal wieder vorbei. Wiedersehen. Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja. Ja, kannst du mir den Typ irgendwie beschreiben? Ja, Moment, jetzt komme ich. Augenblau. Das ist ein ziemlich langer Bursche, so 1,90. Immer picobello angezogen. Scheiße. Ah, verschwinde! Nein, nicht du, entschuldige. Soll ich dir sagen, wer bei dir geschossen hat? Oberinspektor Derrick von der Mordkommission. Was? Wenn Burkhardt tatsächlich der Dritte ist von denen, die wir suchen, dann läuft da jetzt was. Da gerät was in Bewegung. Wir dürfen Henze nicht aus den Augen verlieren. Der ist mit Inga auf der Baustelle. Wirft Bälle. Du musst immer daran denken, dass du im Spiel in Bewegung bist. Du musst den Korb sehen. Nur den Korb. Und noch etwas. Du springst nicht hoch genug. Weil ich müde bin, Jürgen. Also schön. Machen wir eine Pause. Ich will ja nur, dass sie dich zum Kursus mitnehmen. Denn wenn du einmal dabei bist, dann gehörst du dazu. Dann kannst du immer sagen, du bist Lehrgangsteilnehmer. Ja, das ist was. Das ist wie eine Auszeichnung. Ja. Da kann niemand zu etwas sagen. Ja. Und nur höher springen musst du noch. Na, wir werden uns eine Hochsprunganlage bauen. Eine Grube mit Sand, eine Latte drüber, damit du mehr Kraft in deinem Sprungbein bekommst. Du wirst sehen, das hilft. Dann bist du Alter. Und das sind deine Beispiele. Was meinst du damit? Das ist Inga, ich trainiere sie. Ja, du siehst wohl, was da hängt. Was ist das, was da hängt? Das ist ein Basketballkorb und wir trainieren hier. Ist ja gut, Mensch, ist ja gut. Dann sag doch mal einen Spaß. Den nicht. Alles, aber den nicht. Du kommst richtig ab. Nimm deine Sachen und verschwinde. Ja, das wissen die. Die ist auch bald so weit, hä? Wie weit? Wie weit? Was meinst du damit? Ach, du meinst, die wird wohl machen, was ihre Mutter macht. Irrtum. Das wird sie nicht machen. Das wird eine Basketballspielerin. Ja, die geht auf den Lehrgang, den der Bund macht, nach Wiesbaden. Auf den Lehrgang. Da kommen nur die Besten hin. Aus der ganzen Bundesrepublik. Wenn ich nur vergisse, mal die Göre. Hast du nichts anderes im Kopf? Was hast du gesagt von Burkhardt? Burkhardt? Hast du seinen Namen erwähnt? Aber Georg... Hast du deinen Namen erwähnt bei Derrick? Aber nein, Georg, ich schwöre dir, wieso denn Burkhardt? Weil er da war, auf seinem Schießstand und ihn sich angesehen hat. Aber Georg, wenn ich etwas gesagt hätte, dann hätte er ihn doch... Was hätte er? Ja, dann hätte er ihn doch verhaftet. Du musst was gesagt haben. Wie kommt er sonst darauf? Nein, George, ich schwöre dir, ich habe nichts gesagt. Ich werde auch nichts sagen, George. Ich doch nicht. Na also, Burkhardt hat gleich gemerkt, da schießt ein Polizist. Ist doch ein helles Köpfchen. Dann hat der Lukas angerufen, der hat sofort reagiert. Und Henze aufgesucht. Sag mal, kriegst du auch plötzlich Angst? Angst um Henze? Ja. Das sieht so aus, als ist Burkhardt der dritte Einbrecher, vielleicht sogar der Mörder. Schau mal, er liegt Waffen, vielleicht ist er ein Schießer. Denkst du an Durchsuchungsbeschluss? Ja, ich denke, dass wir die drei Leute haben, die den Einbruch und den Mord begangen haben. Lukas, Burkhardt, Henze. Wir fangen mal mit Burkhardt an. Haus, Durchsuchung und Vernehmung. Lukas? Den lassen wir noch in Ruhe. Und Henze? Wer Tag und Nacht überwacht. Der ist wirklich in Lebensgefahr. das gibt's ja nicht. Maria Singer? Ah ja. Sag mal, spinne ich? Ja, was machen wir? Ganz was anderes. Hör mal zu. Burkhardt hat keinen Beruf erlernt. Er betreibt einen obskuren Schießkeller. So stelle ich mir meinen Schwiegersohn jedenfalls nicht vor. Und schon gar nicht als Nachfolger in diesem Geschäft. Liebt Ihre Tochter diesen Mann? Warum erkundigen Sie sich nach Burkhardt? Herr Singer, wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter? Mein Verhältnis zu meiner Tochter? Minimal. Einfach minimal. Seit dem Tode meiner Frau. Bestimmt nicht so, wie es sein sollte zwischen Vater und Tochter. Das ist eine gute Sache. Wir haben uns erst gestern gesehen, nicht wahr? Ach ja, Sie waren bei mir am Schießstand, ne? Das ist richtig, ich habe dann Schuss erwähnt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Ja. Entschuldigen Sie, Sie kennen wohl Hamburger See. Sie kennen meinen Namen? Ja. Hm. Außerdem steht er hier, auf diesem Haftbefehl. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht von Einbruch und Mord. Nein. Nein, 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 ich sage nein, Sie irren sich völlig. Ihre Anschuldigung ist doch Unsinn, ist doch blanker Unsinn. Ich habe nirgendwo eingebrochen. Wie kommen Sie überhaupt darauf? Weil ich mit Lukas befreundet bin? Jawohl, jawohl, das bin ich. Na und, mit Lukas befreundet. Sie hat mir erzählt, was Sie ihm vorwerfen. Ja, daher kenne ich doch überhaupt nur die ganze Geschichte. Vorsicht! Vorsicht, Burkhardt, vergessen Sie Ihre Freunde nicht. Wen, wen? Ach so, die Maria. Na ja gut, die hat mir auch was erzählt. Aber von Lukas weiß ich, dass Sie ihn damit in Zusammenhang bringen. Und das tue ich jetzt auch mit Ihnen, weil es mir komisch vorkommt, dass Lukas so ein guter Freund von Ihnen ist. Und Sie wiederum so ein guter Freund von Maria Singer. Zufall. Ja, Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund, Herr Oberinspektor. Das ist ja ein irrer Zufall. Und ob Ihnen das nun gefällt oder nicht, sowas gibt's. Ich habe mit Ihrem Vater über sein Verhältnis zu Ihnen gesprochen. Kein sehr gutes, nicht wahr? Nein. Naja, Sie haben ihm Ihren Freund Burkhardt angebracht. Ihr Vater akzeptierte ihn nicht, er hat Erkundigungen eingezogen. Burkhardt war nicht seriös genug für ihn. Er verbot Ihnen den Umgang mit ihm, das ist doch richtig. Er kürzte Ihnen das Geld, er drohte damit, sein Vermögen an eine Stiftung zu geben. Naja, ich verstehe das schon. Sie befanden sich und damit natürlich auch Burkhardt in einer Zwangslage. Wer kam denn auf den Gedanken, in das Geschäft Ihres Vaters einzubrechen? Burkhardt oder Lukas? Keiner von beiden. Niemand. Hören Sie, ich habe die Protokolle hier liegen. Und da steht einiges, wofür ich bisher keine Erklärung hatte. Ihr Vater hatte Geräusche gehört. Sie nicht. Natürlich haben Sie sie gehört. Nur wussten Sie, was da unten passierte. Und als Ihr Vater sagte, jetzt rufe ich die Polizei an, da wussten Sie haargenau, was Sie zu tun hatten. Sie zogen sich Ihren Mantel über und gingen auf die Treppe hinaus. Mutig. Mutig, dachte ich. Vielleicht erinnern Sie sich, aber Sie waren gar nicht mutig. Sie gingen hinunter, um die Leute zu warnen. Sie sagten Bescheid. Weg hier, haut ab, mein Vater ruft die Polizei. Nein, 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 nein. Dann hörten sie draußen einen Schuss. Sie liefen hinaus und sahen einen Menschen auf dem Boden liegen. Sie waren ganz besessen von der Angst, dass es Burkhardt sein könnte. Aber er war es nicht. Es war ein Mann, den Sie nicht kannten. War es so? Nein. Nein, 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 nein! Die wird nicht weich. Ich weiß. Ich lasse auch laufen. Lukas hat gerade das Haus verlassen. Also... Gute Nacht, Inga. Gute Nacht, Jürgen. schon wieder aus Ihrem Zimmer? Gefühl in deinem Alter. Halt die Schnauze! Telefon für dich. Henze. Wer ist da bitte? Ja, Georg. Hm? Ich komme, ja. Ich komme sofort. Gar nicht so einfach, da was reinzukriegen. Ja. Man muss eine ruhige Hand haben. Ach, kannst du es besser? Hinne, komm. Stopp, versuch's mal, bitte. Du bist doch der große Lehrmeister. Dann zeig mir es mal, bitte, da. Ja. Aha. Sieht so aus, als hättest du auch keine ruhige Hand. Wieso denn? Dann zeig mir deine Hand. Du zitterst ja. Wieso denn? Wieso zitterst du? Zitterst du wegen mir? Nein, George. Du hast uns reingerissen. Ja. Sie haben Burkhardt verhaftet. Wir hören ihn gerade. Wieso? Maria Singer hat mich angerufen. George, damit habe ich nichts zu tun. Ja, du, ja. Das habe ich mir lange überlegt, wirklich. Ob ich dir glauben soll oder nicht. Du kannst mir glauben, George. 100%ig. Na, vielleicht hast du sogar recht. Aber es gibt ein Problem. Sie werden mich auch verhaften. Ich? George? Und auch dich. Dass ich die Schnauze halten werde, das weiß ich, aber... Was tust du? Ich halte sie auch, George. Darauf kannst du dich verlassen. Komisch. Bin ich in Form. Tut mir leid für dich. Ja! Schade. Ich bin nicht in Form. Herr Henze? Wer hat Hossbach erschossen? Burkhardt. Da kam plötzlich jemand in den Hof und erschoss. Warum haben Sie da mitgemacht? Ich wollte es gar nicht. Da dachte ich, dass ich vielleicht ein bisschen zu Geld komme. Sie kennen doch das Mädchen. Ja? Die verkommt doch da bei der Mutter und dem Kerl da. Und da habe ich gedacht, dass ich vielleicht die Vormundschaft bleiben kann. Das kann man doch beantragen. Natürlich hätte ich dazu etwas aufbringen müssen. Solide Verhältnisse. Und solide Verhältnisse, das ist Geld. Aber jetzt ist alles aus. Wenn ich da wieder rauskomme, dann ist die doch in der Gosse. Nein. Nein, das ist sie nicht. Ich werde mich um sie kümmern. Wirklich? Ja. Ich verspreche es Ihnen. Danke.